Es ist nicht einfach, einen verdeckten Narzissten früh zu erkennen. Im Folgenden werde ich dir 10 Punkte mitgeben, wie du einen verdeckten Narzissten sehr gut erkennen kannst. Ich werde hier wirklich nichts offen lassen, alles genau zum Punkt bringen. Wenn du diese Liste abhaken kannst, dann hast du es 100% garantiert mit einem verdeckten Narzissten zu tun. Narzissmus teilt sich auf in grandios und verdeckt. Der grandiose Narzissmus ist einfacher zu erkennen. Hierbei muss ich sagen, wenn man Narzissmus von seiner Kindheit erkennt, man wird oftmals die unterschiedlichen Arten von Narzissmus durchgehen. Man wird es erst mit einem sehr verdeckten Narzissten zu tun haben. Dann wird man es mit einem sehr grandiosen Narzissten zu tun haben. Denn dir kommt das Gefühl bekannt vor aus der Kindheit und gleichzeitig denkst du dir, das ist kein Narzisst, das ist einfach ganz anders. Irgendwann wirst du merken, es ist nicht genau, was die Menschen machen, sondern wie die Menschen es machen. Und auf dieses Wie werde ich heute eingehen. Kommen wir damit direkt zum ersten Punkt. Der Humor geht immer auf deine Kosten. Narzissten haben einen unglaublich fiesen Humor. Narzissten schaffen es auch, dass du dich unglaublich blöd fühlst. Wenn du nicht mitmachst, sie sind ja vor allem verdeckte Narzissten, sie sind ja so freundlich und entgegenkommend, so wirkt es zumindest, dann kommst du dir blöd vor, wenn du sagst, das ist gemein. Du spürst aber einfach, es ist gemein. Es baut sich immer mehr das Gefühl der Gemeinsamkeit auf, was aber immer mehr und mehr wegspaltet von dem Gefühl des eigentlichen gemeinsamen Ich fühle mich verstanden. Dazu aber mehr später im Video. Hier spielt übrigens auch eine extreme Doppelmoral eine Rolle. Narzissten werden unglaublich gerne Witze machen auf Kosten anderer Menschen, aber selbst können sie es nicht ertragen. Sie sind unglaublich empfindlich und finden es überhaupt nicht lustig, sehen aber auch nicht die Doppelmoral. Das sehen Narzissten einfach nicht. Sie teilen unglaublich viel aus. Wenn du das nicht lustig findest, dann bist du blöd, trocken, du stellst dich nur an, du bist ja so empfindlich. Und selbst reagieren sie so unglaublich viel empfindlicher, aber dann ist das so und sie erkennen einfach nicht, dass sie mit zwei unterschiedlichen Maßen messen. Nummer zwei, ein sehr interessanter Punkt. Er oder sie beantwortet Fragen, die du eigentlich gar nicht gestellt hast. Also sie werden dir indirekt Worte in den Mund legen. Es ist unglaublich anstrengend, mit Narzissten zu reden. Ihr werdet ins Gespräch kommen und er wird dann anfangen, ganz direkt eine Frage zu beantworten, als ob du sie gestellt hättest. Was auch sein kann, du fängst mit einer Frage an, er geht davon aus, dass er weiß, was du meinst und wird dann beantworten. Er geht 100% davon aus, ich weiß jetzt, dass das seine Frage sein wird und lässt dich nicht ausreden. Das passiert ganz schön oft. Du sitzt dann da und denkst dir, das wollte ich eigentlich gar nicht fragen. Und auch wenn, es ist eine Frage von Respekt, die Person einfach ausreden zu lassen. Narzissten müssen sich immer beweisen, ja, ich weiß, was du sagen willst und werden dann 100% beantworten und werden dir damit Worte in den Mund legen oder dich auf eine blöde Art und Weise repräsentieren. Dann werden sie sagen, hast du das jetzt verstanden? Oder auch du stellst eine Frage und sie fangen von Null an. Sie fangen vom Urknall an. Er wird irgendetwas erklären, gerne unglaublich wirr, unglaublich schnell. Du hast jetzt eine spezifische Frage. Du stellst die Frage, er guckt dich dumm an. Das können Narzissten auch unglaublich gut. Du stellst eine ganz normale Frage und er guckt dich an. Okay. Vor 14 Milliarden Jahren gab es den Urknall und dann werden sie ganz von vorne anfangen und du sitzt da und denkst dir, nein, 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 ich habe es doch verstanden. Und dann musst du ihn unterbrechen und was soll das eigentlich? Lass ihn ausreden, warum unterbrichst du ihn? Du bist doch so respektlos. Und es gibt ein unglaubliches Chaos, obwohl es so klar hätte sein können. Wenn wir schon bei dem Punkt sind, es hätte so klar sein können, es ist aber alles andere als klar. Da kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich, du wirst immer falsch verstanden. Du wirst halb richtig verstanden. Es wird halb aufgegriffen. Jetzt wird ein Narzisst nicht davon ausgehen, welche Frage du gestellt hast, sondern was du denkst, was du gesagt hast. Es kommt nicht richtig an. Wenn man zum Beispiel in einem Austausch ist, es ist eigentlich kein Streit, es ist einfach nur ein Dialog. Du wirst dann falsch aufgegriffen, aber halb falsch aufgegriffen und du sitzt am Rand deines Sitzes, ja, ist das richtig? Nein, du stellst mich gerade schon wieder falsch dar. Und dann kommt gerne, du hast gesagt, das hast du gesagt, du musst dich besser ausdrücken, wenn ich das nicht verstehe. Der heilige Narzisst, dann musst du lernen, dich besser ausdrücken zu können. Jeder andere hat genau verstanden, was du meinst. Hier ist unglaublich wichtig, absolut essentiell zu verstehen.
Der Narzisst weiß genau, was du meinst. Er will dich falsch verstehen. Er will dich falsch repräsentieren und auch gerne, sehr, sehr gerne, wenn andere Menschen da sind, auf eine solche ekelhafte, hinterlistige Art und Weise, da werden sich Narzissten manchmal verplappern, indem du dann sagst, ich glaube, wir sind vielleicht einer Meinung. Er wird sagen, ja, ja, ich weiß, wir sind der gleichen Meinung. Aber er stellt dich die ganze Zeit falsch dar. Das heißt, er weiß ganz genau, was du meinst. Aber bewusst wird er dich falsch darstellen, weil er dadurch auch Kontrolle über das Gespräch haben wird. Die absolute Kirsche obendrauf auf der Torte, was Gespräche mit Narzissten angeht, ist jetzt Nummer 4. Und zwar, er fällt dir ständig ins Wort. Du kannst nicht ausreden. Zum Beispiel, er fällt dir ins Wort, um dir zu sagen, was du sagen willst, anstatt dich einfach ausreden zu lassen. Nein, er wird dich unterbrechen und sagen, du meinst das und das, oder? Und er wird sofort weiterreden. Du kannst 2 Worte sagen, er fällt dir direkt ins Wort. Er will sich beweisen. Er will dir zeigen, wie schlau er ist. Es ist unglaublich nervig. Du kommst nicht voran. Du willst etwas sagen, deinen Standpunkt erklären. Er wird dir das wegnehmen und für dich deinen Standpunkt erklären. Es wird zu einem absoluten Monolog. Du sitzt da, du bist da, um einfach nur zuzuhören, damit der Narzisst nicht alleine monologisiert, sondern dass du da bist, dass es ein Scheindialog ist. Es ist einfach kein Dialog. Du kannst 2 Worte sagen, er unterbricht, er hört dir einfach nicht zu. Wenn es nicht mehr interessant ist, wenn er fertig ist mit seinem Monolog und eigentlich jetzt die andere Person im Dialog dran ist, du fängst an zu reden, er dreht um und geht weg. Er wird dir vielleicht auch eine Frage stellen. Interessiert ihn nicht, er dreht um und geht weg. Narzissten haben keine Konzentration, wenn es nicht um sie selbst geht. Sie sind ja der Mittelpunkt des Universums und wenn es mal um eine andere Person geht, können sie nicht abhaben, interessiert sie nicht. Deswegen sind zum Beispiel, ist Trauern sehr, sehr anstrengend bei Narzissten. Sie bekommen die Aufmerksamkeit nicht. Sie werden anfangen sehr laut, ihr Glas auf den Tisch knallen. Sie werden im Weg stehen. Sie verstehen nicht, dass es um das Trauern geht, einer verstorbenen Person. Sie müssen trotzdem irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Sogar in diesen Momenten können sich Narzissten nicht zusammenreißen. Oder sogar besser gesagt, vor allem in diesen Momenten können sich Narzissten nicht zusammenreißen, weil in diesen Momenten können sie sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Aber sie brauchen das. Sie werden es irgendwie schaffen. Sie werden sich trotzdem in den Mittelpunkt drängen. In den Mittelpunkt drängen passt übrigens gut auch zu Punkt 5, nämlich er muss genau dann ganz dringende Sachen besprechen, wenn du gehen musst. In der letzten Sekunde muss er noch das fragen und es hört nicht auf. Interessant ist hierbei auch, der Narzisst ist dabei die Ruhe in Person. Wird ganz langsam reden, alles gut, entspann dich doch mal. Du musst gehen, du hast einen Termin. Dann wird er fragen, übrigens, wie läuft's gerade bei der Arbeit, wie läuft's bei der Schule, erzähl mir mal, wie lief das? Erinner dich dran, du musst noch einkaufen gehen und das einkaufen gehen. Und wir müssen noch daran denken und denk daran. Und hast du da das schon gemacht? Er versteht scheinbar nicht, dass du los musst. In Wahrheit versteht er das ganz genau. Nicht bewusst, unbewusst genießt er es, dass er die Kontrolle, die absolute Kontrolle in dieser Situation hat. Du musst gehen und er kann es so ausreizen und du bist unter Druck und das gefällt ihm so unglaublich sehr. Darauf wird sich ein Narzisst regelrecht aufgeilen, dass du unter Druck bist und nicht mehr weiter weißt. Somit kommen wir auch zu Nummer 6. Er ist ein falscher Gutmensch. Das teilt sich jetzt in 2 Punkte auf, nämlich Nummer 1, er wird dir Gefallen tun, die überhaupt nicht zu dir passen. Das hat übrigens auch mit Punkt 8 zu tun. Mal schauen, ob du da dann gleich die Verbindung siehst. Er wird sich unglaublich viel Mühe machen, dir entgegenkommen, dir einen Gefallen tun, aber diese Gefallen bringt dir absolut überhaupt nichts. Dieser Gefallen steht dir nur im Weg. Er tut das nur, damit er selbst von sich behaupten kann, ich bin ja so ein toller Mensch. Du bist ihm dabei egal. Ob dir dieser Gefallen eigentlich hilft oder nicht, ist ihm egal. Er will einfach nur von sich selbst behaupten, dass er ja so ein toller Mensch ist, weil er moralisch überlegen ist. Das ist der 2. Punkt. Vor allem verdeckte Narzissten werden eine unglaublich unrealistische, irrsinnige moralische Überlegenheit darlegen, die schon wirklich ins Ideologische übergeht, als ob sie Jesus persönlich sind. Sie machen keine Fehler und vor allem, sie werden bestimmte Punkte sagen, die sich gut anhören, aber absoluter Unsinn sind. Zum Beispiel, mir ist es egal, wie ich aussehe. Jeder Mensch
hat eine Beziehung zu seinem eigenen Körper, Mann oder Frau. Es hört sich gut an. Mir ist es egal, ob ich gut aussehe oder nicht. Es ist aber absolut unsinnig und vor allem, wenn man mit verdeckten Narzissten im Gespräch ist, man wird merken, dass es ihnen selbst unglaublich wichtig ist, wie sie aussehen. Sie werden da sitzen und sagen, ich liebe mich, weil ich bin, sind aber selbst unglaublich verunsichert und es ist ihnen unglaublich wichtig, wie sie aussehen. Der eigene Körper, das Aussehen ist bei verdeckten Narzissten oder Narzissten insgesamt ein unglaublich Wunderpunkt. Jeder Mensch, der sagt, und hier habe ich tatsächlich auch Erfahrung, weil ich im Bereich Fitness auch viel unterwegs bin, jeder Mensch, der sagt, mir ist egal, wie ich aussehe, ich gehe zum Sport nicht, um besser auszusehen, sondern nur, um fit zu sein. Diese Menschen haben eine sehr ungesunde Beziehung zu ihrem Körper, fühlen sich selbst sehr unattraktiv und wollen unbedingt besser aussehen. Sie haben Angst davor, oberflächlich zu sein. Es ist nicht oberflächlich zu sagen, ich möchte gut aussehen. Jeder Mensch auf der Welt möchte gut aussehen. Eben diese Menschen, die so tun, als ob es ihnen komplett egal ist und sie ihren Körper lieben, egal wie, genau diese Menschen haben eine unglaublich ungesunde Beziehung zu ihrem Körper. Das kann ich absolut bestätigen, weil ich im Fitnessbereich sehr viel zu tun hatte, um hier zu beweisen, dass Narzissten einfach nur plappern, einfach nur reden, diese moralische, irrsinnig moralische Überlegenheit ein kompletter Humbug ist, kompletter Unsinn ist, das werde ich in dem Folgenden beweisen. Narzissten werden gerne selbst eine Aussage tätigen. Ich wünschte, ich wüsste, welches Ernährungsmodell am besten zu mir passt, damit ich in einem gesunden Körperfettbereich sein kann, mich besser fühlen kann und auch wieder lieber in den Spiegel gucke. Du wirst sagen, interessant, verstehe. Es gibt unterschiedliche Ernährungsmodelle. Hast du mal das probiert? Hast du mal das probiert? Der Narzisst wird dich anschauen und sagen, ja, aber du darfst nicht vergessen, Aussehen ist nicht wichtig. Du solltest dich lieben, weil du existierst. Und du sitzt da und denkst dir, du hast das Gespräch angefangen, nicht ich. Narzissten reden in dem Moment mit sich selbst, weil sie selbst ihren eigenen Körper, sich selbst so sehr hassen. Versuchen sie, sich selbst zu überzeugen, indem sie mit anderen Menschen reden. Du bist in diesem Moment ein Mittel zum Zweck. Entweder Narzissten hören dir nicht zu, es ist ihnen egal, was du zu sagen hast. Du bist da, um zuzuhören. Oder sie reden mit dir selbst und du bist dann die eine Hälfte ihres inneren Dialogs. Er will davon überzeugt sein, nein, ich liebe mich, weil ich bin. Ich muss nicht immer beweisen, ich muss nicht immer Leistung erbringen. Bitte, bitte, warum kann ich mich nicht lieben, so wie ich bin? Seine andere Hälfte sagt, nein, du bist ein Versager, du bist schwach, du musst dein narzisstisches Elternteil stolz machen, du musst weitermachen, wird davon ablenken, Leistung zu erbringen in dem Bereich, was einen selbst eigentlich glücklich macht. Und du spiegelst dann diese narzisstische Hälfte des Narzissten dar. Es hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit deiner Einstellung zu tun. Es hat nichts mit dem zu tun, was du gesagt hast. Er redet mit sich selbst. Trotzdem werden dir da auch wieder Worte in den Mund gelegt und er steht über dir und belehrt dich. Obwohl eigentlich er versucht, sich selbst zu belehren. Weiß ein Narzisst, dass er das macht? Nicht wirklich. Er wird das wirklich auf dich schieben und gerne auch ab diesem Zeitpunkt bist du dann die Person, die Schwierigkeiten, was den eigenen Körper angeht. Obwohl er das doch selbst ist. Du kannst nichts machen, um dem aus dem Weg zu gehen, in eine falsche Schublade eingeordnet zu werden. Das wird einfach passieren, wenn du mit Narzissten zu tun hast. Wenn du viel mit einem Narzissten zu tun hast, dann wird dir dieser siebte Punkt auch sehr bekannt vorkommen. Das ist ein sehr interessanter Punkt, ein sehr merkwürdiger Punkt und gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Ich werde es aber trotzdem probieren. Er wird sich so verhalten, als ob ihr beide in einem Film seid. Als ob eure Freundschaft, eure Beziehung, eure Liebesbeziehung oder die Familiendynamik, als ob ihr im Film seid und andere Menschen gerade dabei sind, zuzuschauen. Als ob ihr Bud Spencer und sein Kollege, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Bud Spencer und der Blonde, als ob ihr die besten Freunde seid. Es ist aber irgendwie nicht richtig. Es fühlt sich nicht stimmig an. Es hat nämlich mit dir als Person nichts zu tun. Er bezieht diesen Humor, diese Späße, die Sachen, die er sagt, bezieht er nicht auf dich und es passt einfach nicht zu dir. Am Anfang kann man mit Narzissten eine unglaublich schöne Zeit haben. Mit der Zeit wird man die Person eigentlich immer besser kennenlernen. Ein Narzisst will diese Leichtigkeit vom Anfang haben, interessiert sich aber nicht für andere Menschen. Andere Menschen sind ihm schlicht und ergreifend einfach egal. Sie sind alle Mittel zum Zweck. Das heißt, er versucht diesen Spaß zu machen, es ist ja alles lustig,
Er vergisst aber den Kontext. Narzissten können mit Kontext nichts anfangen. Sie sehen den Moment im Hier und Jetzt getrennt von dem, was in der Vergangenheit passiert ist und alles, was mit der Zukunft zu tun hat. Die eigenen Pläne zum Beispiel, die eigenen Wünsche, die eigenen Hoffnungen. Narzissten sind im Hier und Jetzt. Das spiegelt sich übrigens in dem, man würde sagen, Future-Faking wieder. Ja, wir werden heiraten. Das geht übrigens unglaublich schnell. Wir werden zusammenziehen. Ihr kennt euch 2 Wochen und der Narzisst, die Narzisstin will schon zusammenziehen. Wir werden heiraten, zusammenziehen, ein Haus kaufen. Ich werde für dich da sein. Ich werde mich ändern. Im Hier und Jetzt glaubt er das auch. Wenn dieser Moment vorbei ist, vergisst er das einfach. Und er ist schon wieder im Hier und Jetzt im sehr, sehr negativen Sinne. Im Hier und Jetzt zu sein an sich ist ja etwas, das sagt man, was gut ist. Im Hier und Jetzt sein und sich nicht stressen. Narzissten verblenden, verdrängen die Vergangenheit. Das sollte man nicht machen. Man sollte im Reinen sein mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit akzeptieren. Es ist einfach so passiert, wie es passiert ist, weil es so passieren musste. Narzissten würden sich selbst und den Menschen in ihrem Umfeld einen Gefallen tun, wenn sie auch einfach akzeptieren und sich nicht die Schuld geben. Hört sich sehr seltsam an, nicht die Schuld geben für die schlimmen Sachen, die sie getan haben, sondern die Verantwortung dafür übernehmen. Denn was passiert ist, ist passiert. Ein Narzisst kann sich jetzt ändern und Ruhe finden, ruhiger werden, sich nicht so gestresst zu sein und dann besser mit den Menschen umgehen oder sich immer weiter die Schuld geben. Ja, Narzissten geben sich unglaublich die Schuld. Sie werden es niemals zugeben. Es ist klar getrennt, die Person im Inneren eines Narzissten, das innere Ich, wer sie sind innerhalb der Psyche und die Person, die Narzissten nach außen hin darstellen. Sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Du kannst komplett verstanden haben, wie Narzissten nach außen hin handelt. Das bedeutet gar nicht, dass du überhaupt im Ansatz verstanden hast, wie Narzissten denken. Nur wenn du verstanden hast, wie Narzissten denken und du gequält bist oder wurdest von einem narzisstischen Elternteil, dann ist es unglaublich wichtig. Oder wenn du in einer langjährigen Ehe warst und auch wenn es der beste Freund war. Allgemein, wenn du dich auf Narzissten einlässt, dann wirst du irgendein unaufgeklärtes Kindheitstrauma haben. Es wird helfen und es wird nicht nur helfen, es ist unglaublich wichtig zu verstehen, warum Narzissten sich so verhalten, nämlich wie fühlen sie sich innerlich? Wie kommt es dazu, dass es so durcheinander ist? Manche Sachen wird man bei Narzissten in der Theorie verstehen können, nur in der Theorie. Im Einzelnen, in der Praxis, in dem Ausleben wirst du es einfach nicht verstehen können, was genau sich der Narzisst dabei gedacht hat. Wenn du aber weißt, der Narzisst ist selbst so unglaublich verunsichert und es hat eigentlich nichts mit mir zu tun, was er macht. Diese Zerstörung, das hat nur mit ihm selbst zu tun. Das wird dir die Möglichkeit geben, loszulassen und weiterzumachen. Was noch unglaublich helfen wird beim Loslassen, ist der 8. Punkt. Ein Narzisst weiß eigentlich überhaupt nicht, wer du bist. Das merkt man einfach mit der Zeit. Er wird dich in eine Schublade einkategorisieren. Er wird Witze machen, wo man merkt, ja, oberflächlich verstehe ich, warum du das jetzt sagst oder denkst, aber wenn du mich kennen würdest, dann würdest du das jetzt nicht sagen. Du hast einfach keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Narzissten werden mit Macht versuchen, Menschen in bestimmte Handlungen reinzudrängen, nehmen sich aber nicht eine Sekunde Zeit, um zu überlegen, was passt einfach besser für die Person. Es ist nicht wichtig, was genau passieren wird, sondern wie es den Menschen dabei ergeht. Zum Beispiel, wenn wir ein Bild aufhängen, es kommt nicht darauf an, dass du genau diesen Hammer benutzt. Es ist egal, wie oft du draufschlägst. Hauptsache, der Nagel ist in der Wand und das Bild hängt gerade. Du kannst auch 5 Nägel hintereinander rein. Wenn sie alle gerade sind, dann kannst du auch so das Bild aufhängen. Es ist komplett egal. Narzissten werden so krampfhaft rangehen. Sie wollen unglaublich kontrollieren. Nein, du musst es genau so machen, sonst zerstörst du die Situation. Narzissten geben vor, wie die Stimmung gerade ist und wenn sie mal gut gelaunt sind, es ist unglaublich labil. Es kann jede Sekunde wieder auseinanderfallen und sie werden ausstrahlen, jetzt hast du es kaputt gemacht. Es war gerade so unglaublich schön und jetzt hast du es komplett zerstört. Das ist ungesund. Das ist wie wenn man Substanzen nimmt. Es gibt ein High und dann gibt es ein Tief.
Im Leben sollte man anstreben, zufrieden sein, innerlich zufrieden und nicht diese extremen Glücksmomente und diese extremen Trauermomente, die man übrigens auch bekommt, wenn man so ein bisschen süchtig ist nach dieser Achterbahnfahrt einer Beziehung mit einem Narzissten zusammen. Es ist aufregend, es ist sehr aufregend. Du bekommst diese Bestätigung, wenn ihr wieder zusammenkommt. Er wird dir das Gefühl geben oder sie wird dir das Gefühl geben, so unglaublich einzigartig zu sein, mehr als andere Menschen. Sie geben dir aber auch gleichzeitig das Gefühl, so unglaublich wertlos und abscheulich schon fast zu sein, hässlich zu sein, so unglaublich unattraktiv zu sein. Sie geben das Gefühl, sehr attraktiv zu sein, sehr besonders zu sein, wertlos und unattraktiv zu sein. Ein Narzisst weiß also eigentlich gar nicht, wer du bist. Interessanterweise wird ein Narzisst dir immer sagen, du weißt doch, dass ich das nicht mag. Du weißt doch, dass ich so bin. Das weißt du doch. Und man denkt sich, nein, das weiß ich nicht, weil du dich nicht öffnest. Narzissten sind unglaublich vorsichtig, was ihre innere Persönlichkeit angeht, was ihre inneren Emotionen angeht. Das werde ich beim letzten Punkt nochmal aufgreifen. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Nummer 9, nämlich es gibt Schwankungen zwischen Desinteresse und Idealisieren. Im Großen und Ganzen wird Desinteresse überwiegen. Am Anfang bist du so unglaublich interessant. Sag mir mehr, zeig mir, wer du bist. Du bist so unglaublich faszinierend. Mit der Zeit, und da wird es auch diese Schwankungen geben, insgesamt mit der Zeit geht es hinüber in, du bist mir komplett egal. Du bist so langweilig. Warum verbringe ich überhaupt noch Zeit mit dir? Aber gleichzeitig hast du hier zu sein. Das ist auch schon verwirrend genug. Dir wird vermittelt, du bist so langweilig, du bist so anstrengend. Früher warst du viel besser, früher hast du viel schöner gelächelt, früher warst du viel lustiger. Und jetzt bist du so anstrengend. Aber du hast auch trotzdem zu bleiben. Du hast trotzdem immer wieder zurückzukommen. Das kann sogar so weit gehen, dass Narzissten einen förmlich aussaugen und am Ende einfach wegwerfen. Kurzer theoretischer Hintergrund. Narzissten laufen vor ihren eigenen Emotionen weg, vor ihrer extrem schlimmen Kindheit. Narzissten hatten eine sehr, sehr schlimme Kindheit. Das ist kein Täterschutz, das ist einfach nur ein Fakt. Weil sie jetzt immer weiter vor ihren Emotionen weglaufen, wissen sie nicht, wer sie sind. Sie haben keine wirkliche eigene Persönlichkeit. Ein Mensch möchte aber eine Persönlichkeit haben. Sie werden also sich immer weiter neue Menschen aussuchen, um ihre Persönlichkeit aufzusaugen. Dann, wenn es langweilig wird, wird die Person zur Seite geworfen und da kommt eine neue Person heran. Wenn wir uns jetzt seine Persönlichkeit, denn ein Narzisst muss doch irgendwie eine Persönlichkeit haben, wenn wir uns diese anschauen, dann kommen wir auch zum 10. Punkt, nämlich je länger du es mit einem Narzissten zu tun hast, umso mehr wird seine Persönlichkeit sehr verschwommen sein. Sie wird dir unglaublich verzerrt, unscharf vorkommen. Du stellst dir die Frage, wer bist du eigentlich hinter dieser Maske? Hör auf, ständig so zu tun, ein Lächeln aufzusetzen, ein anstrengendes Lächeln. Ich weiß, da muss doch etwas dahinter sein. Wer bist du? Zeig dich doch endlich. Narzissten haben so unglaubliche Angst, sie sind so unglaublich übervorsichtig, ihre Emotionen zu zeigen, ihre ehrlichen Emotionen, wer sie eigentlich sind, bis zu einem Punkt, dass sie es einfach nicht tun. Sie werden sich nicht ehrlich öffnen, weil sie in ihrer Kindheit so absolut emotional aufgerieben wurden. Es gibt einen Grund, weshalb Narzissten so sind. Kein Mensch wird mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung geboren. Die entwickelt sich. Es ist ein Schutz davor, nicht wieder eine solch unglaublich, absolut unvorstellbar, schrecklich schlimme Situation durchleben zu müssen, wo man emotional so sehr bloßgestellt wurde, man so unglaublich verunsichert wurde, man in seinem tiefsten, innersten Kern verschmäht wurde. Dem wollen Narzissten aus dem Weg gehen. Narzissten wollen gleichzeitig emotionale Nähe haben. Es entsteht ein Zwiespalt. Sie wollen Nähe haben, können mit Nähe aber nicht umgehen und wollen sich selbst ja auch nicht zeigen. Wenn man ihnen zu nahe tritt emotional, dann werden sie einen wegstoßen, impulsiv.
Sie wollen aber auch, dass diese Nähe da ist und werden einen wieder zurückholen. Ähnlich wie bei Borderline, da gibt es auch ein ständiges Hin und Her. Das ist aber nochmal auf eine gewisse andere Art und Weise ausgeprägt. Weil Narzissten jetzt so sehr versuchen, ihre innere Persönlichkeit zu verbergen, haben sie viele Geheimnisse und Lügen fällt ihnen sehr, sehr einfach. Sie sind ständig am Lügen. Bei den kleinsten Sachen, wo man sich denkt, warum hast du da gelogen? Das macht doch gar keinen Sinn. Du hast gar keinen Vorteil jetzt davon, dass du gelogen hast, aber innerlich denkt er sich, ich fühle mich besser, wenn ich so gehandelt hätte. Sie fühlen sich innerlich sehr schnell unter Druck gesetzt. Diesen Druck, in den sie dich hineinbringen, dass du perfekt sein musst, das spüren sie, das wenden sie an sich selbst an und deswegen lügen sie auch bei den kleinsten, unnötigsten Sachen. Sie haben viele Geheimnisse. Sie sind bei diesem Punkt zwar nicht unbedingt dann unehrlich, obwohl sie auch sehr unehrlich sind, sie haben aber auch viele Sachen, die sie einem einfach nicht mitteilen. Es ist am Anfang vielleicht mysteriös, irgendwann ist das tatsächlich auch einfach unehrlich, weil sie einem eine Person vorspielen. Sie spielen einem insgesamt ihr ganzes Leben vor, ihre ganze Persönlichkeit vor. Und das ist dann nur nochmal der Extremfall, wie sehr sie einem einfach nur einen Charakter vorspielen, den sie gerne wären. Und das ist auch sehr interessant. Das hat mit dem Punkt zu tun, dass sie sich manchmal wie aus einem Film verhalten. Sie wissen ja nicht genau, wer sie sind, wie man sich wirklich zu verhalten hat. Sie haben keinen Draht zu ihrer inneren Persönlichkeit. Er bezieht sich auf Filme, um zu schauen, wie verhält man sich richtig. Wie verhält man sich so, dass andere Menschen auf einen hinaufschauen? Wenn ich einen Film sehe, diese Figur, Hauptfiguren, die werden natürlich sehr schmeichelnd dargestellt, die finde ich besonders. Also wenn ich mich genau so verhalte, dann werden die Menschen in meinem Umfeld mich auch besonders fühlen. Und dann werde ich endlich diese Wertschätzung bekommen, die ich ja so sehr verdient habe. Aber die Menschen in dem Umfeld denken sich, ich bin dir egal. Komm mir doch mal emotional entgegen. Und dann würde ich mich ja auch für dich mehr interessieren. Dann würdest du diese Wertschätzung bekommen. Aber du musst dich emotional öffnen. Und vor allem, du musst mich emotional erkennen. Du musst die Bereitschaft haben, mich nicht nur oberflächlich zu sehen, sondern zu erkennen, wer steckt eigentlich dahinter. Das machen Narzissten nicht. Narzissten bekommen diese Wertschätzung nicht. Sie glauben, sie hätten eine solche Wertschätzung verdient, aber die Wahrheit ist, sie haben diese einfach nicht verdient und deswegen bekommen sie die auch nicht. Ich hoffe, ich konnte die Frage aufklären, wie erkenne ich jetzt einen verdeckten Narzissten? Einfach ist es zwar nie, aber wenn du unsicher bist und all diese Punkte hier abhaken kannst, dann hast du es mit einem verdeckten Narzissten zu tun und du solltest dich in Schutz bringen. Du solltest dich zurückziehen und den Kontakt, der gerade dabei ist, sich aufzubauen, zu beenden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schreib mir sehr gerne einen Kommentar. Hättest du diese Punkte erwartet? Hast du bei einem bestimmten Punkt noch etwas hinzuzufügen? Wenn dir unsere Videos gefallen, dann kannst du gerne unseren Kanal abonnieren, das Glöckchen wegmachen, damit du benachrichtigt wirst, wenn unser neuer Beitrag zu Narzissmus oder allgemeinpsychologischen Themen bereit ist. Wir laden mehrfach wöchentlich um 18.30 Uhr unsere Videos hoch. Einmal in den Kalender eintragen, einen großen roten Kreis drum zeichnen, einmal schauen, hat Psych Online ein neues Video hochgeladen zum Thema Narzissmus oder allgemein zur Psychologie. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für all die wundervolle Unterstützung, möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Bleib stark und bis zum nächsten Mal.